heute Teil 3, haben wir auch einen genialen Sprecher, der in diesen Bereich hineingewachsen ist, von Gott hineingerufen wurde. Und ich freue mich total, dass Daniel Reichert heute die Predigt hält in Teil 3. Und das Abendmahl, falls ihr schon drauf wartet, werden wir im Anschluss feiern, weil wir glauben, dass Gott da nochmal so einen richtig besonderen Moment für uns auch schafft. So, begrüßt mit mir den Daniel ganz herzlich. Daniel, komm doch bitte. Ja, guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich in eure Gesichter schauen darf oder auch nicht. Ja, für die, die im Livestream sind, ihr seht es vielleicht gerade nicht. Hier steht dieser Kerl, spricht über Sex, aber seine Frau ist weit und breit nicht zu sehen. Vielleicht habt ihr euch die hier vor Ort seid schon gewundert. Ich darf euch beruhigen. Nein, wir haben keine Ehekrise. Der Grund ist vielmehr der, Moni leitet seit geraumer Zeit Kinderchöre in Schopfheim. Absolut genial, mit Musik bringt sie Kindern Gott näher. Und heute ist sie an einem Familiengottesdienst aktiv mit dem Thema Jesus ist mein bester Freund. Und das ist der einzige Grund, warum sie heute nicht da ist. Dann seid ihr jetzt beruhigt, genau. Und ich kann auch dazu sagen, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, haben vor 2 Wochen unser 20-Jähriges gefeiert. Und jetzt, wo sie nicht da ist, darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ja, intim sein ist so schön wie nie. Mit meiner lieben Frau. Und ja, ich schaue zurück, 21 Jahre befreundet, 20 Jahre verheiratet. Und eigentlich hat unser Leben damit angefangen, dass wir wussten, Gott hat uns zusammengestellt. Gott führt uns in die Ehe hinein, damit wir ihm gemeinsam dienen. Und wir hatten eine sehr intensive Zeit des Austausches, der täglichen E-Mails, aber sehr wenig körperlichen Kontakt in der Anfangszeit, weil es war mir klar, ich will nicht mich auf dieses eine fokussieren, obwohl natürlich die Attraktion da war. Und ich will das nicht verpulvern, sondern ich will unsere Beziehung auf ein festes Fundament bauen. Und heute darf ich sagen, das hat sich rentiert. Denn da, wo wir gemeinsam ein Fundament gebaut haben unserer Ehe, da, wo wir wissen, Gott hat uns zusammengestellt, weil wir gemeinsam ihm dienen wollen. Das ist der Grund. Und es hört sich jetzt erstmal sehr unromantisch an, aber die Realität ist, wenn wir von vornherein der Romantik und der sexuellen Attraktion die Prio gegeben hätten, dann wäre das verpufft. In der Herausforderung des Alltags wäre Monotonie eingekehrt. Und der Ofen der Leidenschaft wäre ausgegangen, wie wir es leider ja so viel erleben. Aber da, wo wir wussten, wir sind zusammen berufen, da empfinden wir eine innere Verbundenheit. Und diese Verbundenheit, dieses gemeinsam in einem Boot sein, lässt uns dann einfach auch ohne große Hemmschwelle miteinander intim werden. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Sex kein Vorzug der Jugend ist, sondern es ist ein langfristiges Geschenk Gottes. Ja, genau, es geht ja heute um den dritten Teil geht es zurück? Oder ich habe die falsche PowerPoint. Könntet ihr noch mal schauen, ob im E-Mail eine andere ist? Tut mir leid, ist dann wahrscheinlich mein Fehler. Alles halb so wild. Der dritte Teil, Socken aus, Licht an. Und Chris Wallerton, ne? hat ein Zitat gebracht, was ich sehr zielführend halte, und es ist Sex.
Die Welt pervertiert ihn. Religion belegt ihn mit Scham, aber das Königreich Gottes feiert ihn. Okay, 6. Die Welt pervertiert ihn. Religion belegt ihn mit Scham und das Königreich Gottes feiert ihn. Und wenn wir denken, wenn, immer wieder, wenn ich in der Gruppe die Frage stelle, was war das allererste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, dann rattet es so in den Köpfen von Menschen und die denken, ja, irgend so was Moralisches. Aber weit gefehlt. Das allererste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, war? Ja, das ist jetzt die alte Version. Seid fruchtbar und mehret euch. Ihr müsst es jetzt mal in der Volksbibel lesen. Ich muss es jetzt leider aus dem Kopf mir, aber es geht etwas so. Habt Spaß miteinander, schlaft schön miteinander und bekommt Babys. Okay, ist im Prinzip das Gleiche, also es kommt das Gleiche dabei raus. Aber hey, das war der allererste Auftrag Gottes an die Menschen. Und deshalb, das Königreich Gottes feiert Sexualität. Gott hat uns, das ist ja auch dieser rote Faden, den wir sehen, ist auch durch diese Predigtreihe, Daniel hat ja darüber gepredigt, Sex, Konsumgut oder Bundeszeichen. Yvonne, wie schon erwähnt, sehr authentisch, Tipps für Singles und für Verheiratete. Und eigentlich der rote Faden, der durchgehen sollte, unsere Botschaft ist die, Sex ist heilig, weil es Gottes Geschenk an uns ist. Und doch, und das ist jetzt mein Auftrag heute, geht es darum, ich will den Fokus legen auf diesen Aspekt, warum Sex, warum die Welt Sex pervertiert und was ist die Herausforderung, was ist die Auswirkung dessen und wie können wir auch als Christen damit umgehen? Und es tut mir leid, es ist mein Fehler, ich muss anscheinend eine falsche PowerPoint geschickt haben. Deshalb müsst ihr mir jetzt glauben, dass ich da diese Bibelverse richtig zitiere. Aber Gott hat ja den Menschen gleich am Anfang gesagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau kleben. Ihr kennt wahrscheinlich wieder die alte Version, sich an seine Frau binden, aber man kann es übersetzen, er wird an seiner Frau kleben und sie werden ein Fleisch oder eine Einheit mit Geist und Seele und Leib werden. Sex ist der Klebstoff einer Beziehung. Und ich will es jetzt mal hier plastisch darstellen, das ist die Frau, das ist der Mann. Irgendwann waren sie getrennt, doch dann haben sie sich vereint, sind intim miteinander geworden. Und es ist die Frage, hat der Gott dieser Welt ganz bewusst diesen Klebstoff genommen, um uns zu schaden? Und jetzt sind die beiden ganz normal mit einem Klebstoff, mit einem Uhu, zusammengeklebt worden. Und wir erleben, Sex passiert nach einer Party in einem Hinterzimmer. One-Night-Stand. Und Leute vereinen sich, denken, es ist Spaß, aber sie sind sich nicht des Tiefgangs bewusst dessen, was hier eigentlich passiert. Und weil eben nicht diese göttliche Design passiert, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und wie Daniel uns auch ausgelegt hat, durch den Bundesschluss der Ehe ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlägt, geht die Sache wieder auseinander. Und was passiert, wenn ich jetzt versuche, die beiden, die hier diesen Klebstoff der Sexualität miteinander erlebt haben und sich dann trennen. Hier scheint der Mann mehr zu leiden als die Frau. Durchaus möglich.
Also ihr seht so langsam, was für ein Ergebnis hier rauskommt. Ja, also es ist, genau. Und dann haben wir so ein Ergebnis. Ja. Sind wir uns dessen bewusst, dass gerade das das Ziel des Feindes ist? Dass er möchte, dass durch das, was eigentlich ein Geschenk Gottes ist, Menschen innerlich zerrissen werden. Wie gesagt, ich hatte das große Vorrecht, dass ich in meiner Hochzeitsnacht das erste Mal ein Team geworden bin, habe ich eine weiße Weste mitnichten. Ich hatte sehr viel Erfahrung mit Solo-Sex. Es hat mit Selbstbefriedigung angefangen im frühen Teenie-Alter. Und die Sache ist, die Sex ist ein Feuer. Entweder ist es ein Kaminfeuer, das in einem Rahmen immer wieder nachgefüttert werden muss, aber dann einen beschützten Rahmen hat, oder Sex ist ein Waldbrand, der um sich frisst und immer mehr will. Und das war meine Erfahrung. Es hat mit Selbstbefriedigung angefangen. Ich musste irgendwo meine Gedanken füttern mit immer mehr Bildern, bis dahin, dass ich dann in die Pornografie gerutscht bin und dann einfach Pornofilme konsumiert habe, um mir immer mehr diesen Kick zu geben. Und jetzt können wir doch die Statistiken zeigen. Also die PowerPoint war nicht umsonst, es war nur nicht die richtige. Ich zeige euch gerade ein Bild, was möglicherweise schockierend ist. Und das sind Gehirnscans von einem gesunden Menschen. Könnt ihr oder ich kann ist es die nächste hier? Na gut, ihr müsst mir glauben, es ist das Gehirnscan eines, es ist das Gehirnscan eines gesunden Gehirns, eines Heroinabhängigen und eines Pornoabhängigen. Und man kann erkennen, dass der Unterschied zwischen einem Heroinabhängigen und einem Pornoabhängigen gleich null ist. Man kann das wirklich wissenschaftlich und man kann das bildlich nachweisen. Ich bin mir jetzt total bewusst, dass es verschiedene Abstufungen von auch Pornoabhängigkeiten da sind, auch in meinen Gesprächen mit Menschen. Ich weiß, es gibt Menschen, die alle paar Wochen ein Problem damit haben oder mehrmals wöchentlich oder sogar mehrmals täglich. Aber ich weiß, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich der Zustand meines Gehirns gewesen. Ich war lebensmüde, ich war kaputt und ich hatte diese Glocke über mir aufgrund auch meiner Sucht. Ich bin dann nach England gekommen und habe da eine Jüngerschaftsschule gemacht und da war eine Woche, wo es darum ging, Befreiung von dämonischen Bindungen. Und der Gastsprecher hat am Donnerstagabend in die große Runde, wir waren etwa 80 Leute, einfach verschiedene Dinge angesprochen und der Autorität auch über geistliche Mächte genommen. Und dann hat er ausgebetet über außereheliche Beziehungen und Menschen, die in die Prostitution gegangen sind. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine Kronleuchter-Erfahrung und habe gemerkt, das bin ich. Wenn ich die Worte Jesu ernst nehme, dass derjenige, der eine Frau, eine junge Frau mit Begierde anschaut, im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen hat, dann bin ich ein Serientäter, ein Serienehebrecher. Und kein Wunder, dass mein Zustand dieser hier war.
Und während ich das in meinem Herzen angenommen habe, habe ich gespürt, dass in meiner Bauchgrube ein Druck entstanden ist. Es ging hoch in meinen Brustkorb und ich habe es ausgepustet. Und es war der Moment meiner Befreiung. Nach jahrelangem Hin und Her, jahrelanger Verzweiflung, war ich endlich frei. Und ich habe dann gemerkt, es war immer noch mein Zustand. Aber jetzt, wo ich frei war, konnte Gott Schritt für Schritt auch an diese ganzen Punkte gehen. Meine Beziehungsfähigkeit, meine innere Zerbrochenheit und hier Schritt für Schritt auch Wiederherstellung und Heilung in mich bringen. So, jetzt können wir endlich die Statistiken zeigen. Ich möchte dazu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, Just Do It Right, wie man mit der eigenen Sexualität gut umgeht, die Vorbereitung auf eine langfristig glückliche Partnerschaft. Das ist ein Buch für junge Männer. Es gibt es kostenlos am Bücherpunkt. Und hier beschreibe ich meine Befreiung aus der Pornografie und wie ich die Frau meiner Träume gefunden habe. Doch seit 2 Jahren bin ich nicht nur mit Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen unterwegs. Und ich habe Freiheitsgruppen gegründet in unserer Stadt, in unserer Region und auch im deutschsprachigen Raum mit der Organisation Free Indeed. Und ich will euch einfach mal ein paar Statistiken zeigen, die einfach uns sensibilisieren sollen, wie dramatisch das Thema ist. Während in der weltweit 7,5 Klicks auf Pornoseiten landen, sind es 12,5% in Deutschland. 56% aller Scheidungsfälle geben an, dass Pornografie eins der Gründe der Trennung ist. Das Durchschnittsalter des Erstkontakts mit Pornografie ist 11 Jahre. 11 Jahre. So alt ist mein Sohn jetzt. Und es gibt ein Gesetz, das Gesetz der ersten Erwähnung, welches besagt, wenn ich zum ersten Mal über ein Thema etwas erfahre, werde ich an dieser Information alle anderen Informationen zu diesem Thema messen. Es wird zum Standard. Und jetzt ist die Frage, wer gibt unseren Kindern die erste Information? Mein Sohn, wie gesagt, jetzt ist er 11. Ich habe auch ein anderes Buch geschrieben, Papa, ich ertrinke. Das ist seine Geschichte, wie er als 6-Jähriger in der Laguna im Weil am Rhein ertrunken war in der Ecke eines Schwimmbads und ich wenige Meter davon entfernt mich von Massagedüsen am Rücken massieren ließ. In diesem Buch beschreibe ich, wie Leon auf wundersame Weise gerettet wurde. Er kämpfte mit dem Leben. Er war bewusstlos im unteren Eck einer unbeleuchteten Ecke, musste wiederbelebt werden auf Intensivstation. Es war überhaupt ein Wunder, dass er entdeckt wurde. Ich war es nicht. Ich war daneben. Ich habe nicht an ihn gedacht zu diesem Moment. Mein anderes Buch könnt ihr geschenkt haben, das gibt es für 5 € am Bücherpunkt. Ich glaube, es sind nur noch 4 Exemplare da zum selber lesen oder als Weihnachtsgeschenk, es werden weitere geliefert. Aber warum sage ich das? Ich will nicht ein zweites Mal schuldig werden und passiv dastehen und mich von religiöser Scham abhalten lassen und schweigen, während mein Sohn in den Morast von sexueller Lust abdriftet. Ich sehe einen Auftrag darin,
dass ich die erste Quelle für ihn bin und ihm einen Maßstab setze, dass er von mir zuerst, von uns als Eltern zuerst erfährt, ja, Sex ist gut, aber es gibt eine Perversion. Und ich bin in meinen Gruppen immer wieder im Gespräch gewesen mit Männern, die genau das erzählt haben. Sie haben Computer ihres Vaters geöffnet und zack, da war eine Pornoseite. Sie haben was zugesteckt bekommen von einem Freund. Und es ist ein Feuerwerk im Kopf selbst eines Elfjährigen, wenn er sowas erlebt. Das sind Dopamin, Glücksgefühle und so weiter. Aber hey, ich habe den Schmerz erlebt, wie sie Jahre später gemerkt haben, ich bin gefangen in einer Sucht. Ich komme hier nicht raus, sie raubt mir mein Leben. Sie belastet meine Ehe. Und dieser Kampf, der dann stattfindet, von dieser Sucht frei zu werden. Das war falsch rum. 66% aller christlichen Männer konsumieren regelmäßig mindestens einmal im Monat Pornografie. Das ist eine Statistik. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil es gibt zwei Gefahren in Bezug auf Pornografie. Das eine ist, jeder macht's ja und ist nichts Besonderes. Und das ist falsch, weil es ist zerstörend. Und das andere ist, ich bin so ekelhaft, ich bin so schlecht, keiner ist so schlimm wie ich. Und da möchte ich dir zusprechen, es sind auch viele, die mit dir in einem Boot sind, falls es dich betrifft. Wie sieht es bei Frauen aus? 65% der Frauen, das ist jetzt nicht von christlichen Frauen, sondern allgemein, unter 30 geben an, mehrmals im Jahr Pornografie konsumiert zu haben. Und während 30% jeglichen Inhalts im Internet pornografischen Inhalts ist, gibt es nur eine von 7 Gemeinden, die Betroffenen Hilfe gibt. Die FCG Lörrach ist so eine Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, es wird wahrscheinlich auch im Wochenmail stehen, es gibt von Free Indeed zur Organisation Hilfe für betroffene Männer und Frauen. Wir haben seit kurzem auch ein Büro in Stuttgart extra für Frauen. Und es gibt 3 Frauenkurse. Das eine ist der Generation Esther-Kurs, ein Basiskurs für Frauen, unabhängig von diesem Thema, das dir hilft in deiner Identität als Frau. Und dann gibt es den Kurs Rein, wo es darum geht, rein zu werden als Frau von sexueller Belastung. Und dann gibt es den Kurs Geheilte Herzen, wo es genau darum geht, wenn ich als Frau betroffen bin, dass mein Mann pornoabhängig ist. Für Männer gibt es den Generation David-Kurs. Und da würde ich aber euch sehr ermutigen, ihr Männer, wenn ihr betroffen seid, wir bieten es an, dass wir diesen Kurs als Gruppe machen. Weil wir glauben, in der Gruppe, in einer Freiheitsgruppe, hast du die größten Chancen, frei zu werden und wieder das Leben zu genießen, so wie Gott es bestimmt hat. Übrigens gibt es auch für Jugendliche 15 bis 20-Jährige kostenlos den Kurs Kämpferherz, wo sie auch, weil die Statistik von Jugendlichen ist noch so viel höher. Da sprechen wir nicht von 60% oder 70%, da sprechen wir von weit über 90% von Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, die betroffen sind von Pornografie. Übrigens, bis morgen habt ihr einen Discount, 12 € Discount für alle Kurse von Free Indeed. Schaut aufs Wochenmail und wenn du betroffen bist, free-indeed.de ist die Internetseite, wo ihr an alle Kurse kommt und die Möglichkeit habt, hier
Wege der Wiederherstellung zu gehen. Möglicherweise betrifft dich das Thema Pornografie oder möglicherweise spricht dich auch das hier an. Weil du weißt, da ist etwas in meinem Leben passiert, aus meiner Vergangenheit, und da sind noch Spuren da. Möglicherweise hemmt es dich in deiner Intimität mit deinem Partner. Und ich möchte Gott vertrauen, dass er heute Morgen mit der Kraft der Heilung und Wiederherstellung kommt. Im Wochenmail wird auch nochmal hingewiesen werden auf die E-Mail-Adresse der Seelsorge, seelsorge@fcg-lörrach.de. Und ich würde euch auch sehr ermutigen, hier Kontakt aufzunehmen und es auch in der Seelsorge anzusprechen. Weil, wie Daniel es gesagt hat, Sexualität und Identität hängen direkt miteinander zusammen. Man kann nicht sexuell zerrissen und in seiner Identität heil sein. Unsere Sexualität ist Teil unserer Identität und es ist tief darin verwurzelt. Und zugleich, und deshalb habe ich auch meine eigene Geschichte erzählt, geht es jetzt nicht darum, hier mit Scham um sich zu schmeißen. An Jesus, dass wir zu ihm kommen dürfen, so wie wir sind. Und ich würde gern aber überleiten, jetzt wie Daniel es auch erwähnt hat, schon zum Abendmahl. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, mich betrifft das Thema jetzt nicht ganz so. Und in dem Fall darfst du das Abendmahl so zu dir nehmen, wie du es gewohnt bist. Ich würde dich aber auch ermutigen, dass du das Abendmahl nimmst auch als Fürbitte. Dass du für die Menschen um dich herum, du weißt jetzt nicht genau, wer betroffen ist, aber dass du jetzt für die Menschen, die jetzt hier sitzen oder auch am Livestream das mitbekommen, betest. Und ich glaube auch, Gegenwart Gottes darf durch den Livestream jetzt auch durchdringen, die heilende Kraft Jesu. Denn was ist passiert am Kreuz? Jesus, und ihr dürft gerne jetzt auch euer Abendmahl nehmen. Und ich ermutige euch, wenn es dich jetzt persönlich betrifft, das, was heute Morgen erwähnt worden ist, dann nimm doch dieses Abendmahl im Hinblick auf deine sexuelle Wiederherstellung. Denn Jesu Leib wurde zerbrochen, zerfetzt, als er ausgepeitscht wurde. Genau dieses Bild, ja, er hat es erlebt. Er wurde zerfetzt, damit wir heil werden. Und so darfst du jetzt einfach in diesem Wissen vor Jesus treten. In dem Wissen, bei Jesus bist du 100% angenommen. Und da kommt es nicht mehr darauf an, was dein Versagen ist oder auch was dir angetan worden ist. In Jesus bist du 100% angenommen. Und hier ist Heilung in diesem Erlösungswerk Jesu, an das wir uns erinnern durch das Abendmahl. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist. Und auf der Basis des Erlösungswerks jetzt Herzen berührst, Hoffnung freisetzt, dass Wiederherstellung möglich ist. Und während wir jetzt dieses Abendmahl nehmen, Heiliger Geist, tu dein tiefes Werk in uns.
Jesu Blut wurde vergossen zur Reinwaschung unserer Schuld. Die Bibel spricht nicht nur, dass die Schuld reingewaschen ist, sondern dass sogar unser Gewissen reingewaschen wird durch dieses Werk Jesu. Du darfst ein reines Gewissen haben. Denn Gott sieht dich nicht mehr an aufgrund deiner eigenen Werke und deines eigenen Versagens, sondern er definiert dich jetzt durch das, was Jesus getan hat. Und so darfst du jetzt diesen Traubensaft nehmen und es annehmen. Du bist reingewaschen.